Ich habe hier gerade ein paar ganz tolle Zuschauer getroffen. Hallo! Und ja, wir machen jetzt mal ein paar coole Fotos. Das gibt's nicht! Ich hasse solche Leute, die 35 in der 50er-Zone fahren. Tja. Wir sind hier nicht irgendwie auf einer Spielplatzstraße. Wir sind auf einer normalen Landstraße. Guten Morgen wollten wir jetzt eigentlich sagen. Wow. Eigentlich wollten wir das irgendwie ein bisschen schöner und angenehmer gestalten, aber Tobi hat es gerade schön gesagt. So ist es morgens meistens. Ja. Wir wollten jetzt eigentlich nur euch guten Morgen sagen. Guten Morgen, Leute. So, und ja, der Tobi fährt gerade zur Arbeit und ich fahre dann wieder nach Hause. Zu Hause angekommen, wird jetzt erstmal gegessen. Ich habe mir jetzt hier ein paar Äpfelchen klein gemacht, ein bisschen Toast mit Tomate und Ei drauf. Einen Kaffee Latte, dann eine Kerze angemacht. Nebenbei habe ich jetzt gerade mal die Videos so ein bisschen geguckt, wie die so bei euch ankommen und die Kommentare. Und ja, ich finde es super schön. Es freut mich immer wieder, wenn die Videos euch so gefallen. Ja, und ich werde es mir jetzt erstmal schmecken lassen. Ich habe nämlich richtig Hunger und eigentlich bin ich der süße Frühstücker morgens. Aber ich habe mir mal gedacht, ich probiere auch mal was anderes aus. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt einfach nur auf meinen Toast mit Tomate und Ei. Total kreativ, ich weiß. Irgendwie merke ich gerade, dass das echt ein bisschen viel irgendwie ist. Das stopft ja total. Das ist echt krass. Ich trinke ja auch das erste Mal seit, boah, bestimmt Monaten wieder einen Kaffee Latte. Ja, ich versuche das jetzt mal aufzuessen und hoffe, ich schaffe das. Ansonsten habe ich ja kleinen Finn, der hilft mir bestimmt. So, der letzte Bissen, oder beziehungsweise die letzten zwei. Aha. Und da muss ich nur noch die Äpfel essen. Und wenn es dann kein schönes Wetter morgen gibt, dann bin ich sauer. So, soll ich das alles jetzt? Okay. Aha. Also, wir sind jetzt gerade hier im Auto. Hallo! Super! Fahr nicht so Schlenker, okay? Die Maren, die sagt jetzt besser mal nichts, weil... Ich muss mich konzentrieren. Richtig. Wir haben uns das eben schon verfahren. Wir haben uns mega verfahren und mussten dann echt in einen Riesenstau. So, ob es das erste Mal wäre, dass wir nach Oberhausen fahren. Übrigens, wir fahren nach Oberhausen. Also für alle, die es noch nicht wissen, wir fahren nach Oberhausen. Ja, es war jetzt so voll der Sprung. Ich habe mein Frühstück, glaube ich, gezeigt und dann war es direkt der Sprung so jetzt im Auto. Okay, also für alle, die es noch nicht wissen, wir fahren jetzt nach Oberhausen. Und warum fahren wir nach Oberhausen? Weil ich meine 400.000 Abonnenten habe und ich wollte für euch ein besonderes Video machen. Und deswegen muss ich ein bisschen was einkaufen für euch und ich freue mich so. So cool. Wir haben es gerade eben gepostet. Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen von euch. So, wenn ihr euch fragt, warum ich die Brille anhab, die brauche ich zum Autofahren, bei längeren Strecken eigentlich. Ich setze sie so ungern eigentlich auf, aber heute setze ich sie einfach mal auf. Kein Plan. Und wir sind jetzt gerade im Zentrum und gehen gerade rein. Und jetzt werden wir uns mal auf die Suche nach ein paar kleinen süßen Sachen für euch machen. Ich freue mich! Alles klar, cool. Viel Spaß noch. Ciao! So, ich habe jetzt mal meine Brille abgenommen. Ja, wir sind gerade reingekommen, waren schon direkt 7, 8 süße Menschen da, die ein Foto haben wollten. Finde ich voll cool. Und Nina fällt runter. Sehr gut. Nein, ich stehe noch. So, und ich glaube, da kommt eine kleine Menschenmenge hinter mir her. Hallo. So, ich habe hier gerade ein paar ganz tolle Zuschauer getroffen. Hallo! Und ja, wir machen jetzt mal ein paar coole Fotos und Nina macht die Fotos. Sehr gut. Sie ist sehr, sehr überzeugt. Die waren so süß, wenn ihr das seht. Oh, ihr seid so süß. Ich finde das so, so niedlich, wenn extra alle wegen mir hier hinkommen. Das ist einfach so goldig. Es darf einfach nicht fehlen und zwar... Starbucks. Ich kann nichts dafür, Mann. Ich liebe es. Ich habe endlich mal meinen Java Chip Chocolate Cream gekriegt, weil er war immer ausverkauft. Und jetzt habe ich ihn. Wir sitzen jetzt wieder im Auto und haben eben so viele Fotos gemacht mit so vielen von euch. Und ich wollte euch einfach nur noch mal Hallo sagen und danke. Und es hat mir echt voll Spaß gemacht. Ja, jetzt fahren wir nach Hause, ne? Und mal gucken, vielleicht schaffen wir es noch, weil Nina wollte mir so einen Extensions-Laden zeigen. Weil meine Haare sind so schön. Ja, man sieht es doch nicht, oder? Dass es Extensions bei ihr sind. Deswegen ist aber jetzt wissen es alle. Super, oder? Ja,
schön. Hi Leute, was geht ab? Hier ist der Topster und ich komme wieder von der Arbeit und hallo? So oft ist das eigentlich gar nicht, dass ich immer fahre. Jetzt bin ich zum zweiten Mal schon auf dem Beifahrer. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ja. Von 100 Videos fahre ich zweimal. 100 Videos? Zeig mir die Videos. Zeig mir die Videos. Nein, kann ich nicht. Okay, ich gehe gleich mit Kimi ins Kino. Ich freue mich so auf meine Kimi. Ja, und Nina habe ich übrigens nach Hause gefahren. Und ich bleib zu Hause. Ja, nee, du gehst zu Freunden. Nein, die haben sich noch nicht gemeldet, also bleibe ich erstmal zu Hause. So, und auf jeden Fall werde ich dann gleich erstmal zu Hause Maultaschen essen. Ja, die mache ich dir. Da mache ich dir leckere Maultaschen. Ja. Brauchen und Wasser genau. Zu schmeißen. Und ansonsten staut sich hier mega. Ich hatte eigentlich um 18 Uhr frei. Jetzt haben wir 18.36 Uhr und wir sind irgendwie immer noch nicht vom Fleck weg. Liegt einzig und alleine daran, dass ich ein bisschen länger arbeiten musste. Und naja, so ist es auf jeden Fall und wir sehen uns einfach gleich zu Hause wieder und dann werde ich euch zeigen, wie die Maultaschen ins Wasser plumpsen. Bis gleich. Finn und Ivy auf der Suche nach dem roten Punkt. Oder die Jagd nach dem roten Punkt. Ey, lass meine Michael Kors Tasche. Die Kette, mit der ich Tobi durch den Dreck gezogen habe. So, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt genüsslich dabei Popcorn mampfen und mit das reinziehen. Oh.